Was für eine bewegte Woche geht zu Ende. Der Dow Jones und der DAX haben fast alles wieder kaputt gemacht. Zwischendurch zumindest mal, was der September gebracht hat. Also Oktober bisher nicht besonders toll, zumindest mal nicht für die Bullen. Und das kann durchaus sich negativ auswirken auf das gesamte Bild. Denn das, was wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, ist so groß vom Umfang, dass zumindest mal das allertypischste oder das normale bullische Bild erstmal vom Tisch ist. Das muss nicht bedeuten, dass wir keine steigenden Kurse mehr bekommen können, aber es bedeutet, dass es vorläufig zumindest mal nicht das favorisierte Bild mehr an den Märkten ist. Wie sieht es heute am Freitag aus? Gar nicht so schlecht, wie ich finde, denn nach dem Abverkauf, den wir jetzt hatten, gestern Feiertag in Deutschland, aber in Amerika, da müssen wir damit rechnen, dass es heute eine technische Reaktion gibt. Das heißt, dass die Aktienmärkte ein wenig nach oben gehen und da läuten die Alarmglocken bei Gold. Wenn Sie die jetzt im Hintergrund hören, ich kann mal ein bisschen rumschwenken, dann sehen Sie auch was von hier. Bei Gold ist es nämlich umgekehrt gewesen, da ist der letzte Schub ein bisschen wieder nach oben gekommen und es hatte sogar ein relativ gutes, positives Bild induziert mit einer Abwärtsbullenflagge, die wir auf Tagesbasis da haben, die in Kürze sogar getriggert werden konnte. Nicht notwendigerweise heute, denn ich gehe davon aus, dass heute der Markt eigentlich eher die besseren Chancen bei Gold nach unten hat und respektive bei den Indizes nach oben. Allerdings werden wir dann abwarten müssen, ob das wirklich den Schub dann indiziert, den wir bräuchten, um anschließend wieder richtig nach oben zu kommen. Chancen gibt es dann heute um 14.30 Uhr, denn dann gibt es die US-Arbeitsmarktdaten. Die werden leicht besser erwartet. Non-Farm Payrolls 130, zuletzt 140.000 jetzt erwartet. Also mit etwas besseren Erwartungen, wenn das tatsächlich so eintreten dürfte oder sollte, dann dürfte es für den Markt nicht ganz schlecht heute aussehen. Aber wichtig zu beobachten für die Intraday-Händler, haben wir die Schübe, haben wir die Impulse auf dem Weg nach oben, ist das auf jeden Fall vorteilhaft. Haben wir die Wackelbewegung jetzt auf dem Weg nach oben, das heißt, dass er sich auch noch nicht so richtig raustraut aus dem Geschehen, dann muss man sagen, dann sieht es da noch ziemlich mau aus. Um 20 Uhr gibt es dann nochmal Informationen vom Fed-Chef Powell, der sich dann nochmal äußern wird. Und ich kann mir vorstellen, dann geht er auch nochmal darauf ein, wie der Oktober bisher gelaufen ist an den Aktienmärkten und was damit zu rechnen ist, oder wie damit zu rechnen ist, dass die Fed reagieren wird als nächstes. Also ich sage mal 8 Uhr an deutsche Zeit müssen wir damit rechnen, dass da zumindest nochmal ein bisschen Bewegung aufkommt. Und für diejenigen, die etwas längerfristig orientiert sind, ist das sicherlich die Zeit, um nochmal genau hinzugucken, was es aus den neuen Daten abzulesen gibt, vielleicht schon für die nächste Woche. In dem Sinne drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie heute von dem Marktgeschehen ein bisschen profitieren können, dass es nicht ganz so turbulent ist wie hier vor Ort in Shibuya, mitten in Tokio, und nicht ganz so turbulent auf bärischer Seite, wie es die letzten Tage war. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie heute gut durchkommen und anschließend ein schönes Wochenende haben. Bis zum nächsten Mal.